Heute haben wir den Michters American Whisky. Warum American Whisky? Weil er in gebrauchten Bourbonfässern reift. Bourbon muss ja in frischen Fässern reifen. Er hat 41,7% Alkohol. Leicht, aber hat auch eine gewisse Tiefe, finde ich. Also ich habe vor allem Karamell, Vanille und ein bisschen Eiche. Cheers. Vanille ist auch hier im Vordergrund, finde ich, nach wie vor. Dann so ein bisschen geht das über in Karamell, bisschen Holz. So eine Honigsüße. Abgang, kurz, leichte Bitterkeit. Ja, ganz so. Bisschen eine Würze. Bisschen Zimt direkt, was so leicht roggig dann auch wird. Ei, da liegen wir mal ein bisschen weiter auseinander. Diese leichte Bitterkeit für mich im Abgang. Ich will jetzt nicht sagen, verdirbt mir das Ganze, aber das senkt es ein bisschen ab für mich. Aber für mich easy sipping par excellence. Bis zum nächsten Mal bei The Bourbon Diaries.